Moin, moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin Andreas von Working on Dream und heute gucken wir uns nochmal wieder unsere Cannabis-Aktien an. Da gab es ein paar Neuigkeiten, die aus meiner Sicht so langsam vielleicht doch die Kehrtwende in dem schon länger währenden Downtrend vielleicht bringen könnten. Werden wir sehen, wie sich das alles so entwickelt. Aber gucken wir einfach mal rein bei zwei meiner, naja, zumindest eins von beiden ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingspositionen, die andere momentan nicht so richtig. Aber was ist passiert? Ja. Das eine hier, Trulieve Cannabis, im letzten Monat hat es sich auf jeden Fall ganz gut entwickelt. Irgendwie zumindest plus 10%. Aber sagen wir mal ehrlich, vom Jahresanfang an, seit dem Höchststand ungefähr im März diesen Jahres, ist es doch heftig runtergegangen. Wir sind hier gerade irgendwie bei der Hälfte, wenn ich mir das so angucke, angekommen. Pi mal Daumen. Das ist natürlich schon sehr, sehr arg. Und ja, nicht an einigen Dingen, aber wir wollen aber mal gucken, was ist so in letzter Zeit passiert. War das alles so begründet oder nicht? Ich hatte ja schon mal kurz darüber berichtet, dass es ein bisschen fragwürdige Meldungen über den Ehemann der CEO von Trulieve, von Kim Rivers Ehemann gibt, der da irgendwie Andeutungen gemacht hat, im Sinne von, dass es relativ leicht ist, mit Bestechlichkeiten irgendwie Genehmigungen oder ähnliches zu kriegen für Bauprojekte und, und. Will da jetzt nicht näher drauf eingehen, ist nicht Teil des Videos. Aber an der Stelle sei gesagt, ne, alles, was ich hier vorstelle, immer bitte selber vollständig nachrecherchieren. Das sind keine Kaufempfehlungen, keine Vermögensberatung. Stellt nur meine persönlichen Ansichten zu diversen Firmen dar. Was ist passiert? Nummer eins, sie haben 350 Millionen an Aktien rausgegeben, um quasi wieder auf Einkaufstour gehen zu können oder die weitere Expansion finanzieren zu können. Ist jetzt nicht super tragisch. Ist vielleicht zu einem Zeitpunkt passiert, wo ich es nicht ganz nachvollziehen kann. Weil, so ehrlich, da war Trulieve ja hier, wenn wir mit Anfang Oktober rechnen, mehr oder weniger beim aktuellen Tiefstand. Also vielleicht nicht die allerbeste Zeit, das rauszugeben. Aber ja, ist halt einfach so. Was ist gleichzeitig passiert? Ziemlich mit Anfang Oktober hat man die Übernahme von Harvest Health durchgezogen, also abschließen können, und demnach ist man ja jetzt nicht nur in Florida und einigen Ost-US-Bundesstaaten quasi im Markt, sondern auch rund um Arizona und einige umliegende Staaten ist man jetzt auch ganz gut vertreten, da wo Harvest halt vorher seine Hauptgeschäftstätigkeit hatte. Trulieve selber ist damit zu einem der größten und momentan auf jeden Fall profitabelsten Multistate Operator, so nennt sich das die MSOs, aufgestiegen. Im Grunde war man ja auch vorher schon einer der größten und profitabelsten, aber jetzt hat man natürlich im Schnellverfahren sich gleich nochmal 4, 5 andere Bundesstaaten mit ins Portfolio geholt, in denen man natürlich dann zukünftig weiter die Geschäftstätigkeit ausbauen kann. Und zum Beispiel in Florida hat das schon dazu geführt, dass all die übernommenen Dispensaries, also Verkaufsstellen für Cannabisprodukte, rebranded wurden auf die Trulieve Marke. Sie haben natürlich vorher schon angekündigt, dass sie einige gerade der beliebteren Produkte aus dem Harvest Health Sortiment beibehalten wollen. Ja, man will ja die Stammkundschaft sozusagen nicht verschrecken, aber es gibt natürlich auch einen Grund, warum Trulieve bisher in Florida so erfolgreich ist im medizinischen Cannabissektor. Insofern wird man natürlich auch einige der sonst sehr gut laufenden Produkte sicherlich dort mit anbieten. Und ja, am 15. November, also ziemlich genau in einem Monat von jetzt, kommt das neue Quartalsergebnis raus. Ich bin sehr gespannt, inwiefern man dann tatsächlich schon irgendwie neue Zahlen oder wie auch immer präsentieren kann, wo es wirklich hingeht. Ob das dann schon in Anführungszeichen der Auftakt für die Kehrtwende, für die wirkliche Kehrtwende wieder nach oben ist oder nicht, das wird sich zeigen. Aus meiner Sicht ist man momentan, ja, vielleicht sogar tatsächlich fair bewertet. Für das, was an Wachstum zu erwarten ist, ist man eher niedrig bewertet, aber für das, was momentan oder in den nächsten 12 Monaten passiert, ist das vielleicht sogar eine faire Bewertung. Ich selber bin an der Stelle eher zu einem teuren Zeitpunkt eingestiegen, muss ich an der Stelle sagen. Da war ein bisschen die Ungeduld vorhanden, nachdem ja der Kurs irgendwie über einen verhältnismäßig langen Zeitraum, hatte ich mir das angeguckt, aber natürlich
in Anführungszeichen ein bisschen verfälscht durch letztes Jahr einfach nur gestiegen und gestiegen und gestiegen und gestiegen ist. Aber ja, gehen wir weiter zu unserem, ein bisschen nennen wir es mal unser Sorgenkind, Halo Collective. Da hat er jetzt kürzlich der Umkehraktiensplit stattgefunden. Das heißt, dass jetzt 100 Stück zu einer quasi zusammengefügt wurden. Ja, also kein Aktiensplit, sondern ein Reverse-Split sozusagen hat stattgefunden. Und das zumindest mit heute offensichtlich ist ja schon wieder die Handelstätigkeit am Start. Und das auch gleich mal ordentlich von 2,92 € das Stück auf 2,07 € zumindest an der langen Schwarz Exchange, also im deutschen Markt, runtergebrochen. Also um knapp, was ist das hier? 17% wird mir angezeigt. Entweder bin ich schlecht in Mathe oder das sollte theoretisch mehr sein. Bin mir nicht ganz sicher. Aber warum es hier nur minus 45 Cent anzeigt und nicht minus 80 Cent? Keine Ahnung, vielleicht war das nur der spekulierte Einstiegskurs und zwar nicht der wirkliche. I don't know. Vortag wird hier mit 2,54 angegeben. Okay, da sehen wir das Vortagsniveau. Vielleicht deswegen. Okay, also der Start auf jeden Fall in den neuen quasi zusammengefügten Aktienhandel ist offensichtlich nicht so super gut gelaufen. Warum? Gute Frage, kann ich nicht wirklich nachvollziehen, aber hier sehen wir es, 100 normale Aktien wurden zu einer konsolidiert und was natürlich nicht super ist, quasi Teilaktien, also wer 50, 60 hatte, das wurde runter reduziert auf quasi nicht hoch, dass man dann quasi eine halbe wird zu einer hochgewertet, nein, sondern 50, 60 wurde quasi dann zu 0 runtergebrochen, wenn ich den Artikel richtig verstanden habe. Also nur volle 100 der Zahlen wurden tatsächlich dann auch zu einer neuen Aktie sozusagen umgewandelt. Dafür gibt es interessante Neuigkeiten, die aber mal wieder irgendwie nicht für den US-Medienmarkt zugelassen sind. Bin mir nicht ganz sicher, vielleicht kann mir irgendwer von euch mal erklären, was es damit immer auf sich hat. Ich weiß es nicht, aber vermutlich, vielleicht ist es auch einfach nur eine Werbebotschaft von Halo, um die Aktionäre irgendwie ein bisschen bei Laune zu halten oder in Anführungszeichen positiv zu stimmen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist die Meldung rausgekommen, dass sie ihre Blütenernte, die in Oregon dieses Jahr erwartet wird, vermutlich bis zu vervierfachen werden können von irgendwie etwas über 6.000 Pfund auf, hier steht es 25.000. Das ist aber ein erwartetes Ergebnis, noch nichts, was tatsächlich eingetroffen, geerntet, stattgefunden hat. Aber das ist die Prognose momentan, was Cannabisblüten in Oregon angeht. Das wäre natürlich schon mal heftig. Man hat nach letztem Jahr deutlich hier zugelegt, was die Wirtschaftsfläche sozusagen angeht. Mittlerweile laut dem Artikel deckt Halo hier rund 10% des Bedarfs in Oregon ab und wäre damit der Nummer 1 Cannabisblütenproduzent, zumindest in dem Bundesstaat. In Kalifornien ist man natürlich noch weit davon weg, aber so wie das hier aussieht, hat man auch die Produktionskapazitäten deutlich erhöht mit allen vier neuen Gewächshäusern allein in Oregon, die bis zu drei Ernten pro Jahr liefern werden und 16 weitere, die man in 2022 hinzufügen will. Also nicht die Gesamternte, das bitte hier da an der Stelle beachten, von Halo ist gemeint mit der Vervierfachung, sondern nur die Cannabisblüten, der Cannabisblütenbereich, was ungefähr Verkaufswert 1 Million im Monat ausgemacht hat. Bisher soll sich vermutlich drastisch erhöhen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil in dem Artikel stand, dass man hier eine 390% Steigerung von 6.400 Pfund auf 25.000 erwartet. Warum das aber dann nur zu Verkäufen Anstieg von 1 Million auf 1,9 Millionen führt, ließe sich vielleicht damit erklären, dass der Preis pro Pfund in dem Segment mittlerweile gefallen ist. Anders kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum das hier dann nicht das Vierfache, sondern nur das Doppelte ausmacht. Aber das haben wir auch über die letzten Quartale schon verfolgt, dass diverse Preissegmente von Cannabisprodukten immer weiter durch natürlich das gesteigerte Angebot und die Konkurrenz immer weiter im Preisniveau verfällt.
Also vermutlich hängt es daran, aber dann sollte natürlich trotzdem eine Vervierfachung der Menge definitiv einen gesteigerten Erlös bringen können. Und wenn wir schon mal hier an der Stelle dabei sind, auch das eine Nachricht. Ich betrachte das jetzt erstmal noch als nicht verifizierte Werbemeldung sozusagen, aber Rekorderlöse für den Monat August in Höhe von, sagen wir mal, 4 Millionen Dollar wäre natürlich schon eine Runrate von 48 Millionen Dollar Umsatz im Jahr. Wir haben spekuliert am Anfang des Jahres, dass die auf irgendwas um die 60 kommen könnten. Das wird vermutlich nicht ganz passieren. Dafür hat es ja ein bisschen zu lange gedauert mit den Verkaufsstellen, die man übernommen hat. Von Kushba, glaube ich, hat es geheißen. Und die sind jetzt aber mittlerweile quasi am Arbeiten. Und auch hier scheinbar zumindest entwickelt sich das alles ja in die richtige Richtung. Zumindest schon mal in Oregon. Was dann da mit den ganzen Geschäftstätigkeiten in Südafrika passiert, das ist natürlich noch eine, das ist natürlich noch eine andere Geschichte. Aber aus meiner Sicht tatsächlich könnte man hier wirklich, wenn sich das hier so weiterentwickelt, positiv ins nächste Jahr gucken. Vielleicht sogar schon zum Ende diesen Jahres hin irgendwie mal eine Erholung des Preises der Börsennotierung von Halo erleben. Ich weiß es nicht genau. Bisher habe ich halt den Eindruck, dass diese Zusammenlegung der Aktien eher negativ aufgenommen wurde. Aber ja. Ich denke, hier sind einige gute Nachrichten in den letzten Monaten gekommen. Ich habe ja auch immer wieder darüber berichtet. Und auch das klingt natürlich sehr gut. Bleibt abzuwarten, ob das dann tatsächlich auch bestätigt werden kann, was eventuell tatsächlich an Overhead-Kosten eingespart wurde im Jahresverlauf. Das ist ja das, was die zweite Säule quasi des verbesserten Konzernergebnisses bewirken sollte. Nicht nur die Erhöhung der Verkaufszahlen, sondern eben auch die Einsparung der Overhead-Kosten und natürlich als dritter Bestandteil hier die eigenen Verkaufsstellen, die Kushbars, die drei, die man übernommen hat. Ich tatsächlich habe ja schon immer gesagt, das ganze Jahr über, dass ich meine Anteile zumindest bis zum Jahresende behalten möchte, um zu sehen, ob sie auch nur halbwegs EBITDA-neutral werden können. Dann sollten sie nächstes Jahr in der Lage sein, Cashflow-neutral werden zu können. Kommt ein bisschen darauf an, wie viel Sie an weiteren Firmenübernahmen und ähnlichen vorhaben. Sie selber haben ja die Guidance rausgegeben, dass es nur begrenzt in tatsächlich exorbitant guten Gelegenheiten noch weitere Firmenübernahmen oder Verkaufsstellenübernahmen geben soll. Warten wir erstmal ab, wie die neuen Stellen sich auch in LA, die eröffnet werden sollen, noch im Laufe dieses Jahres dann entwickeln. Das wird sich sicherlich im ersten, zweiten Quartal nächsten Jahres schon in den Umsatzzahlen zeigen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber für mich heißt das, wie gesagt, nach wie vor in beiden Fällen Füße stillhalten. Für Trulieve könnte man tatsächlich darüber nachdenken, ob man da die Position ausbaut, weil das ist halt schon ein profitabler Konzern im Gegensatz zu Halo. Und das wird natürlich nur noch besser werden, wenn man in nur noch mehr Bundesstaaten eine dominierende Rolle am Markt einnehmen wird. Davon bin ich überzeugt, mit dem, was sie bisher in Florida geschafft haben, das werden sie auch in anderen Bundesstaaten hinkriegen. Für Halo bleibe ich, wie gesagt, einfach mal so, wie es ist. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ja, das soll es aber hier an der Stelle fürs Update gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es in irgendeiner Form einen Nutzen gebracht. Wenn ihr selber die Nachrichten nicht so sehr verfolgt wie ich, dann gern geschehen hier die kleine Zusammenfassung. Aber das war es an der Stelle. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, denkt dran, arbeitet auch an euren Traum. Macht's gut. Ciao, ciao.